gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Und er schießt. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Marcelo. Gülselam. Arias. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Natürlich muss er da abpfeifen. War ein Foul. Ja, ganz klar, aber gelb ist zu viel. Er mag tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Damit hat er ein schönes Dreierpaketchen geschnürt. Und lässt sich völlig zu Recht von den Fans feiern. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren schon weg, das Ding war durch. Aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Jetzt schießt er. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Schmiedebach. Da ist der Ball weg. Nikolai Müller. Trepp. Klaus. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. So. Da kommt der Pass auf außen. Jetzt kann er den Ball noch mal einwerfen. Und weiterspielen, Herr Doktor. Er gibt das Foul und Freistoß. Gülselam. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Schmiedebach. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Pripp. Der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch. Und jetzt der Schuss. Und im entscheidenden Moment versagen ihnen ein ums andere Mal die Nerven. Und ganz klar, das Selbstvertrauen wird mit jeder vergebenen Chance nicht unbedingt größer. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Den setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach, Wolf, guck dir das an. Da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Da kann er sich den Ball holen. Und nun ein Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Da geht er dazwischen. Wichtig. Er hat den Ball da draußen. Ja, Olic. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier. Und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Olic. Wahnsinn. Sie machen ihn doch noch, den Ausgleich.
Heute geht ja alles, Buschi. Ja, bisher auf jeden Fall extrem treffsicher der Kerl. Unglaublich, der fällt gleich um und macht vorher noch dieses klasse Tor. Wahnsinn. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. 5:5 lautet der Spielstand kurz vor Schluss. Wer hat denn als nächstes das Vergnügen, Buschi? Der kommende Gegner der Hannoveraner, er heißt Hertha BSC. Wenn sie da wieder so auftreten, können sie auch was mitnehmen. Standassistent gut, abseits. Also hier ist deutlich zu erkennen, dass das alles andere als geschicktes Angreiferverhalten ist. Ganz klares Abseits. Felix Klaus. Oh, das wäre eine richtig gute Gelegenheit geworden. Ja, aber der Verteidiger... Und jetzt ein Schuss. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Holtby. Schöne Flanke. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Aaron Hunt. Rudnevs. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Flanke. Gelingt ihnen doch noch der Führungstreffer. Es gibt Eckball. Das ist eine echte Top-Atmosphäre heute hier im Stadion. Die Fans wollen es heute aber wissen, Buschi. Gar kein Holpi. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Jetzt müssen sie aufpassen. Das haben wir heute schon häufiger gesehen bei ihm. Irgendwie wollen seine Pässe nicht so richtig gelingen. Ein packendes Spiel.
und los geht's. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da wird er unter Druck gesetzt. Nikolai Müller. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration.